Ganz herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Most Actives in dieser Woche, liebe Zuschauer. Ja, es war eine nicht ganz so prickelnde Woche für den DAX und die Schwankungen gehen heute weiter. Der DAX ist schon schwach gestartet, hat zwischenzeitlich sein Minus ein bisschen reduzieren können, als wir vorhin die US-Jobdaten gesehen hatten. Allerdings auch das Werte nicht lange. Mittlerweile sind wir wieder mit einem Minus von rund 1,3% unterwegs. Es ist diese Mischung aus steigenden Zinsen, hoher Inflation und Konjunkturängsten. Wir haben ja Mitte der Woche, also am Mittwochabend, gab es ja die Entscheidung der US-Notenbank und eigentlich war man da erstmal erleichtert, weil eigentlich die Fed das geliefert hat, was der Markt erwartet hatte. Aber mittlerweile haben sich so ein bisschen die Bedenken aufgebaut, ob man das schaffen kann, sowohl von Seiten der Fed als auch wenn die EZB irgendwann mal anfängt damit, ob man es dann eben schafft, die Inflation zu bekämpfen auf der einen Seite, aber dabei die Konjunktur möglichst nicht abwirkt. Da haben wir zuletzt auch ein paar schwache Konjunkturdaten gesehen, die eben diese Ängste noch zusätzlich schüren. Also kein so wirklich versöhnlicher Wochenausklang, der sich da so ein bisschen abzeichnet. Ein bisschen zu handeln haben wir ja noch bis heute Abend. Aber jetzt schauen wir erstmal am Nachmittag auf die meistgehandelten Aktien heute beim Online-Broker flatex. Und da sehen wir auf der Kaufseite am Freitag zum Beispiel die Papiere von SAP, aber auch Freenet, Adidas, flatex, DEGIRO und Neel. Bei Freenet hat man heute Morgen vielleicht ganz schön geguckt, da ging es nämlich richtig runter für die Aktie, aber ist auf der einen Seite nicht ganz so schlimm, wie man jetzt optisch denkt, denn wir sind mitten in der Hauptversammlungssaison, heißt natürlich auch Dividendensaison und die wurde dementsprechend nach der Hauptversammlung auch bei Freenet ausgeschüttet. Das heißt, wir sehen da einen Rücksetzer. Es gab eben eine Dividende von 1,57 €. Allerdings, wenn man sich es genauer anguckt, kommt es jetzt nicht nur, also der Rücksetzer heute von diesem Dividendenabschlag. Der Kollege Max Völke aus der Printredaktion vom Aktionär, der schreibt dazu, als Dividendenperle mit einem robusten, stagflationsfesten Geschäftsmodell hat sich Freenet im schwierigen Markt zuletzt gut behauptet. Nach dem vorhersehbaren Rücksetzer sollte die Aktie nun auch wieder Anlauf in Richtung Mehrjahreshoch nehmen und vor allem konservative Anleger bleiben weiter an Bord. So seine Einschätzung. Dann schauen wir noch weiter auf Adidas. Für die Aktie läuft es heute nicht so rund, denn da gab es Zahlen. Und bei den Zahlen macht sich eben bemerkbar, also man hat einen Gewinnrückgang im ersten Quartal hingelegt und daraufhin die Prognose gesenkt. Sowas kommt selten gut an der Börse. Woher kommt das Ganze? China, wichtiger Wachstumsmarkt für die gesamte Branche, nicht nur, aber eben auch für Adidas. Und da hat man mit den erneuten Lockdowns, mit der sehr, sehr strikten Corona-Politik eben in China zu kämpfen. Auf der einen Seite wichtiger Absatzmarkt, auf der anderen Seite auch gestörte Lieferketten durch diese Lockdowns. Also dementsprechend ist das natürlich was, was hier für den Sportartikelhersteller nicht so gut ankommt. Dementsprechend eine Ankündigung einer langfristigen strategischen Partnerschaft mit Foot Locker, die hat man dann irgendwie so ein bisschen heute zumindest an der Börse nicht so wahnsinnig beachtet. Die Kollegin Sarina Rosenbusch aus der Printredaktion vom Aktionär, die schreibt zu Adidas: Die Lieferkettenprobleme in China sind weiterhin Adidas größte Baustelle. Dennoch sieht der Aktionär langfristig Potenzial. Stopp bei 170 €. So, und wir schauen jetzt als letzten Punkt quasi in dieser heutigen Sendung auf die Verkaufsseite und dann natürlich noch einen Wert daraus. Auf der Verkaufsseite SAP, Mercedes-Benz, Airbus, Amazon und die Deutsche Bank. Bei der Deutschen Bank, aber nicht nur, sondern für die gesamte Branche, blickt man jetzt natürlich auch auf das Thema Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen. Und Europas Banken rechnen die steigenden Belastungen zusammen und bereiten sich auf eine Welle von Kreditausfällen vor. Einige befürchten, könnten auf die ganze Wirtschaft übergreifen. Und angeführt von der italienischen UniCredit hat die Branche die Rückstellungen für gefährdete Kredite so stark aufgestockt wie seit über einem Jahr nicht mehr. Die Deutsche Bank betreibt in Russland allerdings kein umfangreiches Geschäft im Gegensatz zu einigen europäischen Konkurrenten. Und auch da habe ich mir natürlich angeschaut, was schreiben die Kollegen aus der Printredaktion jetzt gerade dazu. Fabian Strebin schreibt, die Kursentwicklung dürfte in den kommenden Monaten durch die Erwartung steigenden Zinsen einerseits, da sind wir wieder beim Thema Geldpolitik, und der Angst vor wirtschaftlichen Problemen durch den Krieg andererseits bestimmt sein. Dabei gibt es durchaus Potenzial für die Aktie der Deutschen Bank, aber er schreibt auch, Anleger mit schwachen Nerven sind bei dem Titel falsch. Derzeit drängt sich kein Neueinstieg auf, Investierte bleiben aber dabei. Soweit das Schlusswort des Kollegen aus der Printredaktion und damit verabschiede ich mich auch für diese Woche. Das waren die Most Actives für den Freitag, aber natürlich nächste Woche gibt es an dieser Stelle wieder Most Actives. Bis dahin machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf und schönes Wochenende schon mal. Tschüss.